Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video in der Weihnachtszeit. Ich bin der Oliver und heute gibt es mal einen Tipp für alle, die einen etwas schwachen Rechner haben, aber gerne Photoshop machen. Und zwar habe ich jetzt hier mal das Handwerkzeug mit H geholt und wenn ich hier reinklicke, dann habt ihr hier dieses Ziehschwenken und dieses Bild wird also sekundenlang hier über den Bildschirm gewuselt. Und ja, das ist relativ rechenintensiv. Ich zeige euch das mal, wie die Grafikkarte hier belastet wird. Jetzt seht ihr also hier so einen Monitor von der Grafikkarte. Die Grafikkarte, die macht jetzt quasi nur wenig. Und wenn ich dieses Ziehschwenken aktiviere, dann seht ihr also, dass hier sekundenlang das also nachzieht und die Grafikkarte hier ja schon gut gefordert wird. Und wenn ihr wenig Grafikgramm habt, dann kann das also zum Ruckeln führen. Und wenn ihr dann sofort weitermalen wollt, dann kann das kleinere Verzögerungen geben, die nerven. Deswegen kann man dieses Ziehschwenken auch abwählen, indem ich auf Photoshop Voreinstellungen Werkzeug gehe. Und jetzt wähle ich das hier ab, bestätige das. Und jetzt warte ich gerade einen Moment, bis die Grafikkarte wieder unten ist. Und wenn ich jetzt einfach mal hier mit der Hand das bewege, dann seht ihr also einen ganz kurzen Moment. Und ja, wenn ich am Retuschieren bin und hier was mache, dann braucht also die Grafikkarte nur einen kleinen Moment. Und schon bin ich an der richtigen Stelle und kann dann hier vielleicht mit einem schwierigen Pinsel, mit einem komplexen Pinsel weitermalen oder weiter retuschieren. Und habe also hier vielleicht etwas mehr Power unter der Haube. Das war mein Tipp für heute, wenn ihr was gelernt habt. Gebt mir einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal und tschüss bis zum nächsten Video.